Hallo Leute, hier ist Alex und ich bin heute unterwegs auf der Schwäbischen Alb und stehe hier gerade vor dem weltberühmten Schloss Liechtenstein, was ihr hier hinten sehen könnt. Ihr werdet es gleich noch näher anschauen können. Und ich stehe hier gerade auf dem Parkplatz, bin der Einzige hier. Und das hier ist die Schlossschenke, die auch sehr bekannt ist hier in der Region. Hier könnt ihr in dem wunderschönen Biergarten ein Snack essen, Kaffee und Kuchen oder was immer ihr wollt. Es gibt auch eine Speisekarte. Und Öffnungszeiten sind April bis Oktober. Ist jeden Tag geöffnet bis 18 Uhr. Und ansonsten ist es nur Samstag, Sonntag und Feiertags geöffnet. Dezember und Januar ist geschlossen. Macht aber auch keinen Sinn, hierher zu kommen, weil das Wetter ist dann dementsprechend schlecht. Wenn ihr das sehr bekannte alte Forsthaus besuchen möchtet, das ist hier direkt am Schloss Liechtenstein. Hier seht ihr die Anfahrtsstraße zum Parkplatz, wo ich gerade stehe, wie ihr seht. Dann hier die Schlossschenke und hier weiter hoch die Straße kommt ihr direkt zum alten Forsthaus. Seht ihr auch gleich. Ist sehr bekannt und wird von einer schwäbischen Familie geführt mit wunderbaren schwäbischen Spezialitäten. Und wenn ihr mal hier seid, auf jeden Fall dort einkehren und was essen. Wenn ihr direkt gegenüber vom Parkplatz seht ihr schon das Schloss und wir gehen da jetzt mal zusammen hoch. Lauft da einfach hier rein. Hier seht ihr die Öffnungszeiten vom Schloss Liechtenstein. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran. Hier seht ihr es, April bis Oktober täglich geöffnet, 9 bis 17:30 Uhr. November, Februar, März nur Samstag, Sonntag und an Feiertagen geöffnet, 10 bis 16 Uhr. Dezember und Januar geschlossen, also eigentlich wie die Schlossschenke. Nur, dass die Schlossschenke bis 18 Uhr offen habt. Und ihr seht hier 150 Meter bis zum Schloss. Parkgebühr 2 Euro. Übrigens, für die Pfennigfuchse unter euch, circa 500 Meter weiter unten. Also ist, wenn ihr da vorbeifahrt, ist ein kostenloser Ausweichparkplatz. Müsst ihr hochlaufen. Für die Leute, denen 2 Euro zu viel ist, aber die sollten eigentlich auch nicht hierher kommen, denn kostet ja auch Sprit, ne? Also die 2 Euro sollte man haben, dann könnt ihr direkt hier parken. Hier geht's hoch zum Schloss Liechtenstein. Und übrigens, ich bin ja öfters mal hier, weil ich ja die Schwäbische Alb liebe. Hier seht ihr vorne das Märchenschloss. Ist wie gesagt sehr bekannt und eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf der Schwäbischen Alb, ohne jeden Zweifel. Hier habt ihr den kleinen Schlosspark. Kann man eine kleine Runde laufen und dann landet ihr da hinten, wenn ihr da rumlauft, la landet ihr bei einem Denkmal, Wilhelm Hauff Denkmal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da stand früher mal die alte Burg Liechtenstein. Die ist vollständig zerstört worden. Durch wen wohl? Durch die Menschheit. Gab einen Krieg und die wurde vollständig zerstört und später wurde deswegen hier direkt daneben das Schloss Liechtenstein aufgebaut. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran am Schloss Liechtenstein und hier sieht man schon den Wegweiser. Und ich habe recht gehabt, das Ding heißt Hauff-Denkmal. Das ist der Erbauer sozusagen des Schloss Liechtensteins. Und ihm zu Ehren hat man eine Büste aufgestellt, ein Denkmal auf dem ehemaligen Platz der alten Burg. Seht ihr nachher auch noch. Und das nennt sich die Ruine Alter Liechtenstein. Da ist aber nichts mehr zu sehen, also nicht wundern, nur das Denkmal. Dann läuft man hier weiter hoch und jetzt seht ihr schon, ein bisschen eingewachsen gerade, die wunderschönen Mauern des Märchenschlosses Liechtenstein. Und hier kann man natürlich nicht hochfahren, ja, das ist nur für die Verwalter, Hausmeister, die hier wohnen. Aber es ist ja nicht weit, es sind 150 Meter, also ihr seht, man läuft hier locker hoch. Jetzt stehe ich direkt vorm Schloss, wie ihr sehen könnt. Und man kriegt auch wirklich einen Eindruck, wie toll das von innen aussieht. Hier ist der Eingang. Es gibt natürlich Führungen zu den Öffnungszeiten. Und einen Wachhund gibt es auch, wie ihr hört. Hier findet ihr was zur Geschichte. Direkt gegenüber
geht dann ein kleiner Weg hier zum alten Forsthaus, was ich euch eben schon empfohlen habe. Das sind vielleicht 100 Meter. Und hier seht ihr nochmal die andere Seite vom Schloss. Das, was beim Schloss Liechtenstein von oben gar nicht so imposant aussieht, sieht man halt vom Tal. Ja? Also wenn man vom Tal her anfährt, das Schloss liegt wirklich wunderschön gelegen. Auf einem Berg kann man in der Schwäbischen Alb nicht sagen, aber schon direkt am Abgrund sozusagen. Da geht es wirklich ein paar hundert Meter runter. Und früher wurden ja die Schlösser meistens an so Standorten gebaut. Weiter hier rüber zum alten Forsthaus, damit ihr das auch mal sehen könnt. Und danach schauen wir uns mal das Haufdenkmal an. Ich lasse es jetzt hier live mitlaufen, damit ihr seht, wie kurz der Weg hier ist. Also am besten macht ihr eine Führung im Schloss und dann geht ihr hier rüber und esst mal eine anständige schwäbische Spezialität. Gibt auch eine wunderschöne Terrasse. Lohnt sich also auf jeden Fall hier vorbeizuschauen. Hier seht ihr schon, alte Forsthaus mit wunderbaren Spezialitäten. So, jetzt stehen wir direkt davor. Und wenn ihr mal hier in der Gegend seid, schaut auch unbedingt hier vorbei. Und wenn ihr das Schloss Liechtenstein euch nicht interessiert, dann könnt ihr auch direkt vor das alte Forsthaus fahren. Hier gibt es auch einen Parkplatz, ganz klar. Ne? Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier noch zur Nebelhöhle laufen. Ist nicht weit, ein kleiner Spaziergang. Hier hinten ist übrigens der Biergarten. Jetzt gehen wir mal rüber zum Haufdenkmal. Dafür laufen wir wieder hier zurück. Könnt ihr nochmal das Schloss bewundern. Leider ist hier alles ein bisschen zugewachsen, wie ihr seht. Rasen wird auch nicht gemäht, offensichtlich. Ich finde besonders beeindruckend immer den Turm. Den sieht man natürlich von weit, wenn man anfährt. Und der steht direkt am Abgrund sozusagen, dieses Gebäude. Und das Schloss selber ist auch ziemlich groß, zieht sich ziemlich lang. So, jetzt sind wir wieder am Wegweiser. Und jetzt laufen wir dann diesen Pfad hier rein. Hier unten ist der Parkplatz, dass ihr euch orientieren könnt. Hier laufen wir jetzt in den Schlosspark rein, direkt am Schloss entlang sozusagen. Das Schloss Liechtenstein selber übrigens ist immer noch in Familienbesitz. Und ist toll erhalten, muss man sagen, wirklich. Ist ein Prachtstück hier auf der Schwäbischen Alb bei Liechtenstein. Und ich habe mir natürlich jetzt hier das absolute Schiedwetter ausgesucht. Aber ich komme hier heute zufällig vorbei und ich dachte, ich mache mal kurz ein Video für meinen Blog, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Das hier ist der Schlosspark. Nicht besonders groß, wie ihr seht. Und hier nochmal ein Blick auf die Schlossmauern. Jede Menge Bänke gibt es hier übrigens auch. Die ist gestiftet hier von Ernst Etter. Der war wahrscheinlich öfters hier. Und wie gesagt, wenn schönes Wetter ist, kann man hier auch toll ein bisschen sitzen und die Sonne genießen und ein Buch lesen. Überall sind Bänke. Ist eine tolle Atmosphäre. So, jetzt sind wir am hinteren Teil des Schlosses angelangt. Und da hinten sieht man schon das Denkmal. Ich gehe jetzt mal hier hoch, damit ihr auch das Ende sehen könnt. Geht es hier so einen kleinen Weg hoch, wie ihr seht. Und dann sind wir am Ende vom Schloss Liechtenstein. Seht ihr die wahrscheinlich kleinste Zugbrücke der Welt. Also da hinten raus ist dann praktisch der Abgrund, ne? Das zeige ich euch gleich. Okay,
ist nur eine kleine Brücke über den Flussgraben. Über den Flussgraben ist natürlich kein Wasser drin. Könnt ihr hier mal schauen. So. Nachts wird es übrigens angestrahlt. Sieht super aus. Hier ist natürlich zu. Hier können wir mal reinspicken. Ja, innen ist es auch wunderschön, aber innen darf ich natürlich nicht drehen. So, und dann geht es hier weiter zum Haufdenkmal. Das ist noch eine kleine Aussichtsfläche. Also man nennt es hier nicht umsonst Märchenschloss, es ist alles ein bisschen kleiner und sehr schön. So, und dann geht es dann richtig runter. Vom Schloss sieht man leider nichts, wie gesagt, alles zugewachsen. Könnte man vielleicht besser machen. Und hier sieht man dann unten den Ort. Gegenüber kann man ungefähr abschätzen, wie hoch das hier ist, aber wir gehen jetzt noch zum Haufdenkmal, da sieht man es glaube ich noch besser. So, keine 30 Sekunden sind wir hier beim... Das ist noch nicht die Büste übrigens. Das hier ist im Winter auch verdeckt, geschützt. Man sieht ja auch, dass es schon ein bisschen mitgenommen aussieht. Und wahrscheinlich würden auch ein paar Idioten hier irgendwas reinritzen oder das besprayen. Gibt es ja heute leider überall. Hier oben seht ihr die Inschrift. Wilhelm Herzog von Urach, Graf von Württemberg, den Freunden der Schwäbischen Alb, errichtet 1902 bis 1903. Dazu noch ein bisschen Wissen. Unten der Ort heißt übrigens Honau. Und jetzt schauen wir uns auf der anderen Seite, genau gegenüber. Da seht ihr es. Das ist der Hauf, der genau... Hier stand früher die alte Burg Liechtenstein. Der auf dem Wegweiser steht Ruine. Ich sehe hier keine Ruine. Ist halt noch ein Stein übrig geblieben, so wie es aussieht. Und hier sieht man den Kranz. Da steht drauf, das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Liechtenstein 1826 bis 1926. Da haben wir die bekannte Büste. Das ist also das Haufdenkmal. Und er guckt genau auf das neue Schloss Liechtenstein, das leider, wie gesagt, hier zugewachsen ist. Ihr seht hier einen kleinen Eckturm und dann seht ihr aber auch, wie tief das runtergeht. Ne? Also das geht wirklich senkrecht runter. Mit Angreifen war da nicht viel von der Seite. Dafür ist die andere Seite weit offen. Hier unten ist Honau und von unten sieht es wirklich ein bisschen imposanter aus, aber ich finde auch von oben wunderschön und immer einen Besuch wert. Besonders praktisch finde ich, dass hier gleich das alte Forsthaus ist, wo man was essen kann. Dann gibt es hier noch den Kletterpark Liechtenstein übrigens. Der ist direkt neben dem Schloss, den habe ich jetzt nicht im Video. Und die Schlossschenke, die Terrasse der Schlossschenke übrigens genau auf den Kinderspielplatz gerichtet. Perfekt für Eltern. Muss man nicht immer daneben stehen, sieht trotzdem alles. Und eine Führung lohnt sich auch immer. Unbedingt machen, wenn ihr hier seid. Innen ist es auch wunderschön. Okay, das war's zum Schloss Liechtenstein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonniert auf meinen Kanal und wenn ihr mir ein Like gebt für das Video. Bis dann und danke, euer Alex.